Mr. President, General Carville aus dem Pentagon ist auf Leitung 5. Hier spricht Duggan. Mr. President, ich muss Ihnen mitteilen, dass es hier unten nicht so gut aussieht. Und wie schlimm ist es, Ben? Norad meldet, sowjetische Flugzeuge kommen aus allen Himmelsrichtungen auf uns zu und diverse Bodentruppen nähern sich über Mexiko. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Befragen Sie bitte nochmal Norad. Das Ganze ergibt keinen Sinn. Ich rufe den Kreml an. Abverstanden. Da, Premier Romanov hier. Was ist eigentlich los bei euch, Alex? Warum, Mr. President? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Alex, ihr habt, alles, was ihr besitzt, gegen uns gerichtet, Alex. Sie Wahnsinniger, ich dachte, wir sind Verbündete. Sie haben ihren Posten nur durch mich. Schluss, ich muss Sie auf etwas hinweisen. Ich bin nicht Ihre Kuschelmaus, Mr. President. Wir Romanovs haben ein Vermächtnis zu bewahren. Ihr Vermächtnis interessiert mich nicht im Geringsten. Rufen Sie sie sofort zurück. Rufen Sie sie zurück, Romanov. Sie wissen, dass wir zurückschlagen. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher, Mr. President. Sir? Wurde bestätigt? Er ist das. Jesus Maria. Dann müssen wir zurückschlagen. An die Arbeit. Ja, Sir. Hier ist General Carville. Sowjetische Invasion ist bestätigt worden. Verteidigungsplan 010 Adam Delta Charlie ausführen. Wir haben die Bestätigung. Raketen zündfertig. Zündfertig. Zündbefehl. 10 Sekunden noch. Öffnen Sie die Raketensilos. Jerry, was? Öffnen Sie doch bitte die Türen, sonst fliegen uns die... Die Silotüren sind geschlossen, das ist Selbstmord! Ist es zu Ende, Yuri? Nein, Genosse Premier. Es hat gerade erst begonnen. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Command & Conquer Alarmstufe Rot 2, dem meiner Meinung nach besten Teil der Reihe. Es ist natürlich Geschmacksfrage und was jetzt das beste Command & Conquer ist, da kann man sich auch drum streiten, aber so für mich ganz knapp an der Spitze tatsächlich Alarmstufe Rot 2. Ein Spiel, das ich in meiner Kindheit ähnlich oft hoch und runter gespielt habe wie Stronghold, und das mag bei mir wirklich was heißen. Aber schön, wir wollen anfangen mit dem Spiel. Und ja, wir spielen natürlich die Kampagne, natürlich eine neue Kampagne. Und nun, die Frage. Also die Frage nach dem Schwierigkeitsgrad müssen wir uns nicht stellen, wir spielen auf schwer. Also auch wenn es bei mir jetzt sehr lange her ist, das letzte Mal, ich glaube, ich kenne das Spiel auswendig genug, um es auf schwer ziemlich souverän spielen zu können. Und nun, womit fangen wir an? Alliierte oder Sowjets? Ich würde sagen, wir machen es einfach so der Reihenfolge und fangen mit den Alliierten an. Es gibt auch
eine Trainingskampagne, ein Tutorial. Und einige kennen mich und wissen, ich spiele die Tutorials mit, wenn sie wirklich relevant sind. Hier ist das Tutorial eine kleine Spielerei, aber wirklich wichtig ist es nicht. Von daher fangen wir mit den Alliierten an. Zur Story... Oh, Entschuldigung, wenn ihr übrigens ein kleines Flackern hier und da seht. Ich habe es versucht, so gut wie möglich zum Laufen zu kriegen. Es gibt da einige Probleme mit dem Spiel. Und nun... Ja, jetzt flackert es ein bisschen häufiger. Zur Story. Warum fange ich mit dem zweiten Teil an und nicht mit Red Alert 1? Nun, das Vorwissen, das man braucht, ist derart minimal, dass man sich hier nicht an die Chronologie halten muss. Das Einzige, was man jetzt erstmal im Voraus wissen muss, die Sowjetunion greifen Amerika an, die USA. Das ist so die Ausgangslage und alles Weitere erkläre ich einfach in der Mission. Also gut, legen wir los. Commander, guten Morgen. Wir haben das Lazarus-Notfallprogramm des Präsidenten erfolgreich eingeleitet. Ich bin Lieutenant Eva, Nachrichtenofficer und unterstehe Ihrem Befehl. Und da Sie der einzige Commander sind, der noch lebt, kann ich sehr froh sein über diesen Job. Es sieht aus, als hätten wir es mit einer geballten Sowjetinvasion zu tun. Fast alle unsere Städte sind belagert und unsere Streitkräfte sind erheblich dezimiert. Bitte einen Augenblick, Commander. Wir erhalten eben eine Nachricht von General Carvel aus dem Pentagon. Ich hoffe, Sie sind gut erholt, Commander. Weil Sie seit 0800 die Kontrolle haben über alle Satelliten, Basen, Flugzeuge, Panzer, Unteroffiziere, Frauen und Kinder in den östlichen Vereinigten Staaten. Sie unterstehen dem Präsidenten. Und Sie unterstehen mir. Ihr Führungs- und Sicherheitsofficer wird der Lieutenant sein. Die Vorarbeit für diese Mission macht Special Agent Tanya. General, ich hoffe, der Commander weiß Bescheid. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin sicher, Tanya vertraut Ihnen voll und ganz, Commander. Oh, na klar. Tja, Sie halten Ihren Kopf hier draußen ja nicht hin. Sie ist die Beste, das sage ich Ihnen. Aber Sie verstehen sich besser auf die Sowjets. Sie starten unverzüglich. Erster Stopp New York. Der Lieutenant hat noch weitere Details. Kürzlich sind die Sowjets mit Amphibientransportern auf Manhattan Island gelandet. Sie nehmen die Stadt nun systematisch mit ihren Bodentruppen ein. Fort Bradley befindet sich noch in unseren Händen, aber die Kommunikation ist abgeschnitten. Wenn Sie Agent Tanya ins Fort einschleusen, wird sie die Verbindung wiederherstellen. Viel Glück, Commander. Okay, wir sollen Fort Bradley erreichen. Aktiviert. Die sowjetische Marine greift die Freiheitsstatue an. Wir können sie nicht gewähren lassen. Sir, tun Sie doch was. Eintreffende Nachricht. Tanya hier. Und jetzt kommt's. Im Hafen haben wir kommunistische Dreadnoughts ausgemacht. Anscheinend planen sie eine Sightseeing-Tour auf dem Hudson River. Ich denke, wir sollten ihnen eine ganz besondere Tour ins Flussbett bieten. Ende. Gefechtskontrolle online. Alles klar. Wir steuern Tanya. Genauer, Special Agent Tanya. Und wir haben schon mitgekriegt, unser erstes Ziel, wir sollen die kommunistischen Schlachtschiffe versenken. Haben sie eben Pech, dass es keine kapitalistischen Schlachtschiffe sind, ne? So einfach so mit ein bisschen Ausbeutertum auf dem Schiff und schon werden sie nicht versenkt worden. Und ihr merkt, Tanya, mit einem läppischen C4-Sprengsatz versenkt ihr einfach ganze Schlachtschiffe. Scheiß drauf. Tanya ist hier einfach der Superheld schlechthin. Und im Übrigen... Ach Mann, ich dachte, ich hätte es mit dem Flackern hinbekommen. Aber ganz leicht kommt es hier und da noch durch. Schade eigentlich. Aber gut. Zu Tanya. Oh, falscher Mega. Rekruten. Die empfangen wir schön. Hier sind auch einige eingegrabene GIs. Raketchen. Ja, jetzt ist es putt. Toll, habt ihr das gemacht. Ich habe ein ganz besonderes Angebot für alle Einwohner der Vereinigten Staaten im Namen der großen Sowjetunion. Schaut euch eure Freiheit an. Da liegt sie zerbrochen vor euch. Sehr bald, in absehbarer Zeit, werdet ihr der früher so glorreichen und so mächtigen Stadt New York nachfolgen und zertrümmert werden. Es ist eure Wahl. Ihr könnt weiterhin eure Lage beklagen oder kapitulieren. Reicht uns die Hände der großen sowjetischen Revolution. Oh Mann, ey. Wenn wir nicht schneller vorankommen, erreichen wir Fort Bradley nicht rechtzeitig.
wie ich echt noch die ganzen Dialoge, Gespräche und Videosequenzen noch auswendig kenne, nach so vielen Jahren. Wie gesagt, ich habe das Spiel hoch und runter gezockt bis zum Erbrechen damals. Das war eins der Spiele, die ich hier am meisten gesuchtet habe. Ich weiß nicht, damals war ich voll begeistert von dem Spiel. So für die Zeit, als es rauskam, war die Inszenierung auch klasse. Hier, die beiden GIs beispielsweise, die sich hier mitten auf der Straße verteidigen gegen die Rekruten. Und die draufgehen, wenn wir sie nicht retten. Das sind alles so kleine Sachen, die fand ich damals so cool als Kleine. Ah, ich finde sie heute noch cool. Alarmstufe Rot 2 ist einfach Legende unter den Strategiespielen. Neben Alarmstufe Rot 1 und hier Tiberium-Konflikt. Tiberian Sun, ich weiß nicht, mit dem wurde ich nie so richtig warm. Aber schön, was Tanya angeht, möchte ich noch kurz erwähnen. Ein Missverständnis, das viele denken meistens. Tanya ist nicht der Name der Frau. Tanya ist der Name der Spezialeinheit. Sie ist Spezialagent, Codename Tanya. Das heißt, diese Tanya hat meines Wissens nach nichts mit der Tanya aus Alarmstufe Rot 1 und aus Alarmstufe Rot 3 zu tun. Das sind alles unterschiedliche Personen. So habe ich das zumindest mitbekommen. Und im Übrigen, wir können hier in Alarmstufe 2 Gebäude besetzen. Da wird dann rausgeballert. Daka, Daka. Richtig. Guck mal, das ist der Mac Burger Kong. Ah, Mann. Ich mag das. Vor allem die Musik ist auch so geil in Alarmstufe 2. Gebäude verlassen. Im Übrigen, ihr habt es wahrscheinlich schon mitgekriegt mit der Auflösung, ich bin da einen schönen Kompromiss eingegangen. Ich habe jetzt kein Full HD genommen, ich habe es mir angeschaut und das ist einfach viel zu klein. Die ganzen Menüs sind viel zu winzig, die Einheiten sind viel zu klein. Es geht einfach zu viel vom alten Flair verloren. Oh, Hallöchen. Wenn ich mich recht erinnere, ist das eine Feuerkraftkiste. Na, habe ich recht? Wie ich das noch weiß? Oh Mann, ey. Alles klar. Es ist locker 10 Jahre her, das letzte Mal, wenn nicht sogar noch länger. Panzerung der Einheit verbessert. Tanya braucht es nicht. Die ist eh badass wie sonst was. Die ist so der typische Actionheld. Ich glaube, Tanya hat auch so eine Navy SEAL-Ausbildung und alles Mögliche, aber ja, Tanya ist ja einfach der Badass, die jeden Infanteristen one-hittet, Gebäude mit einem Sprengsatz sprengt, genauso wie Schlachtschiffe. Das ist einfach typische Tanya einfach, wie schon in Alarmstufe Rot 1. Obwohl sie gegen Panzer ja ziemlich wehrlos ist. Das wird erst in Juris Rache besser. Aber Infanterie und Gebäude, one-hit. Hi. Hallo. Glückwunsch, wir haben Kontakt zu Fort Bradley. Sie übertragen Ihnen die Kontrolle der Basis und der Truppen. Das ist ja nett. Gut gemacht, Commander. Wir haben wieder Kontakt mit dem Fort. Tanya hat uns Informationen über den Standort einer wichtigen sowjetischen Versorgungsbasis geschickt. General Carville wünscht die sofortige Vernichtung der Basis. Mhm. Oh, und machen Sie weiter so, Sir. Aber natürlich. Sammler unter Beschuss. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere, kommen hier ständig Rekrutenangriffe. Das heißt, im Idealfall graben wir hier ein paar GIs ein, oder? Was wir auch machen könnten. Dafür brauche ich aber erstmal die Kaserne. Ich glaube, die kamen immer hier, die Fallschirmjäger. Okay, graben wir mal hier ein paar GIs ein. Die amerikanische, besser gesagt genauer, die alliierte Standardinfanterie sind die GIs. Die haben den Vorteil, die können sich überall einbuddeln. Das erhöht ihren Schaden, ihre Reichweite und ich glaube auch ein bisschen die Defensive. Gerade bei der Defensive bin ich mir nicht sicher, obwohl Eingraben eigentlich genau für sowas da ist. Aber, ich glaube, ich habe das ein bisschen blöd platziert hier. Ging halt nicht anders hin. Tanya hat ihren Spaß. Produktion läuft. Zerstören Sie die sowjetische Versorgungsbasis. Das machen wir gleich. Obwohl zerstören ja langweilig ist. Ich habe einen anderen Plan mit der. Neue Bauoptionen. Das glauben wir mal, Ingenieure. Dürfte auch gleich eine Einleitung dazu kommen. Wir haben eine Flak, die gerade nichts bringt. Die kriegt kein einziges Flugzeug abgeschossen. Hätte mit Raketenstellung sind das. Das ist ein Ingenieur. Er kann alliierte Gebäude reparieren und feindliche Gebäude für uns einnehmen. Er ist viel klüger als sein sowjetischer Gegenspieler. Das ist also ein Ingenieur, von dem habe ich schon so viel gehört. Ich finde diesen Seitendieb sehr lustig. Er ist sehr viel klüger als ein sowjetischer Gegenspieler. Einfach mal so angemerkt, ach ja, der ist übrigens viel klüger als ein sowjetischer Ingenieur, ne? Wir sind die Besten. Lang lebe Amerika und so. Ah, wunderbar. Okay, holen wir mal ein paar GIs dazu.
Einheit bereit. Wachhunde haben wir ein paar, das ist okay. Und ja, ihr merkt schon, wir haben hier Sammlereinheiten. Und ich finde, hier gibt es so eine kleine Logiklücke. Vor allem, was diese Sammler angeht. Gebäude eingenommen. Ja, hier, habt's gesehen. Diese Sammler sind Kono-Sammler. Die können sich in die Basis zurück teleportieren gleich. Das ist der Vorteil gegenüber den Sowjetischen. Dafür haben die Sowjetischen ein MG drauf montiert, mit dem sie sich verteidigen können. Aber die Sache mit diesen Kono-Sammlern... Ja gut, okay, in Alarmstufe Rot 1 gab es auch schon Chrono-Technologie. Aber irgendwie kommt es mir in Alarmstufe Rot 2 wieder so vor, ohne zu groß zu spoilern, dass die ganze Chrono-Technologie für die Alliierten wieder totales Neuland ist und das alles so, oh, wir haben ja die Chrono-Technologie entdeckt und so. Von daher, irgendwie kommt das ein bisschen seltsam. Aber gut. Darauf werde ich später nochmal zurückkommen. Was ich auch noch erwähnen wollte, bevor wir angreifen, aber wir können ja schon mit die Brücke reparieren. Was ich auch noch erwähnen wollte. Was muss man jetzt eigentlich an Vorwissen besitzen von Red Alert 1? Im Prinzip, also vorher nochmal, Red Alert ist der englische Titel von Alarmstufe Rot. Ich sag's hier nur wieder, weil es einfach schneller auszusprechen ist. Gewohnheit. Komm auch rüber, ohne dass die Schranke kaputt geht, oder? Die Schränke. Ach, die geht sogar auf. Da hat sich einer durchgeschlichen, so ein Level. Okay, Tanja kann, wie gesagt, Infanteristen one-hitten, kein Problem. Wie gesagt, was muss man an Vorwissen besitzen von Alarmstufe Rot 1? Im Prinzip braucht man fast nichts zu wissen, aber was eine sehr, sehr nützliche Info ist, tatsächlich, Alarmstufe Rot, das gesamte Alarmstufe Rot-Universum, spielt in einer parallelen Zeitlinie, in einer alternativen Zeit. Sie sehen nicht sehr stabil aus. Vielleicht können wir sie zu unserem Vorteil nutzen. Der klassische Fehler aller Bösewichte in allen möglichen Spielen, egal ob Shooters oder Strategiespiele. Diese Explosivfässer bieten bestimmt gute Deckung. Diese Explosivfässer stellen wir mal mitten neben unsere wichtigen Gebäude. Das tut sich bestimmt gut dekorativ. So. Im Übrigen, Tanja gegen Fahrzeuge. Haben wir vergessen. Selbst gegen diese V3 Raketenwerfer macht die viel zu wenig Damage. Training. Aber ja, zum Thema zurück. Die gesamte Alarmstufe Rot-Serie spielt in einer alternativen Zeit, in der Albert Einstein kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs in die Vergangenheit reist und Hitler ausschaltet. Beziehungsweise aus dem Weg räumt, wie auch immer man es nennen will. Also richtig töten tut er ihn nicht, er tut ihn quasi durch die Zeit ziehen und non-existent machen. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall ist Hitler Geschichte, bevor er jemals die Macht ergriffen hat. Und eigentlich wäre der Zweite Weltkrieg damit Geschichte gewesen. Aber, tja, die Sowjets haben da was anderes zu melden. Denn statt durch Deutschland, wird der Zweite Weltkrieg durch die Sowjets begonnen. Auf einmal fängt Stalin eine gewaltige Invasion auf Europa an. Ich meine, das ist ein Szenario, was nicht mal so unglaublich unwahrscheinlich ist. Man könnte sich's vorstellen. Und, ja, Stalin überrennt Europa. Und wird nur durch die Alliierten wirklich im letzten Augenblick durch besondere Technologien, Innovation und ein Bündnis von allen Staaten aufgehalten. Ja, Cannon ist der Sieg der Alliierten in Alarmstufe Rot 1. Was heißt, die Alliierten haben gewonnen, aber jetzt sind die Sowjets mal wieder pisst, einige Jahre später. Alarmstufe Rot 2 spielt so, ja, ein paar Dekaden später, glaube ich mal. Das hier ist jetzt eher eine Anspielung auf den Kalten Krieg, so in etwa. Und jetzt sind die Sowjets eben am Einfallen in Amerika. So viel zum Vorwissen, das war's eigentlich. Mehr braucht man nicht zu wissen. So, Tanja, du hast dich mal ein bisschen hier hinten durch. Wir müssen ja nicht unbedingt durch die Geschütztürme vorne. Wir könnten natürlich auch hier dieses eine Fass zerstören, aber das wird nicht reichen, um den Geschützturm kaputt zu machen. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Stell mich mit Tanja hin. Mach das mal ein bisschen bumm. Die explodieren in den Atompilz, diese Raketen. Ah, so herrlich. Ich habe so vermisst, das Spiel. Ich frage mich jetzt gerade spontan echt, warum ich so lange nicht gespielt habe. Gut, größtes Problem ist, das zum Laufen zu kriegen. Ich habe da jetzt auch eine richtig schöne Abenteuerfahrt hinter mir. Das Lustige ist, Alarmstufe Rot 1 ist viel leichter zum Laufen zu kriegen als Alarmstufe Rot 2. Das zickt und muckt und macht Probleme. Und selbst wenn es dann geht, macht es immer noch Probleme. Das ist richtig eklig. So.
Wir haben einen Ingenieur dabei. Der kann nicht nur Brücken und Gebäude reparieren. Dieser Wunderknabe kann natürlich auch instant Gebäude einnehmen. Wie diese Sowjetkaserne hier. Ich mag keine Sprengfässer an meiner Basis. Machen wir kaputt. Dürft doch genau. Wunderbar. So, Primärgebäude bitte. Wir können jetzt auch Rekruten ausbilden. Das ist die sowjetische Standardinfanterie. Wuff, wuff. Die Hunde sind auch praktisch. Das ist wie in Alarmstufe Rot 1 für die Leute, die es wirklich kennen. Die Hunde one-hitten auch Infanterie, wenn sie drauf stürmen. Ja, die sowjetische Standardinfanterie ist nur halb so teuer wie die der Alliierten. Dafür können sie sich halt nicht eingraben. Erzsammler unter Beschuss. Holen wir mal ein paar Ingenieure. Ich meine, warum zerstören, wenn man noch einnehmen kann, ne? Ist doch viel lustiger. Ich meine, es ist nicht so, dass wir überhaupt nicht zerstören, aber ich finde es jetzt gerade mal lustig. So habe ich diese Mission gerne und oft gespielt. Obwohl wir auch Tanja haben, wir können auch einfach Gebäude wieder zerstören. Ah, das machen wir früh genug sowieso. Wuff, wuff. Komm mal zurück. Können wir jetzt Panzer? Ja, wir können Panzer bauen. Moment mal, wenn wir jetzt das Radar erobern, müsste ich doch eigentlich V3 Raketen ja verbauen können. Holen wir uns noch ein Kraftwerk. Gebäude eingenommen. Machen wir erstmal ein oder zwei Rhino-Panzer, aber... Ein Raketenwerferchen wäre auch nicht schlecht. Ja, ein Raketenwerferchen. Das wird hier verniedlicht. Unter Beschuss. Vielleicht brauchen wir oben noch das ein oder andere MG-Stellungchen mehr. MG-Stellungchen. Was ist eigentlich die Verniedlichung von einem MG-Stellung? Die Frage ist eher, sollte man das eigentlich verniedlichen? Och, warum nicht? Guck mal, sieht das nicht putzig aus? Oh, warte. Ich meine, Ork finde sowas putzig. Guck mal, der ganze Dacker an der Stellung dran. Steht unter Beschuss. Reparatur nötig? Komm, hol mal das. Jetzt haben wir auch zwei schwere Panzer. Die Sowjetpanzer sind super. Gebäude eingenommen. So. Unsere Basis steht Raketchen. Neue Yay. Neujahr. Erzsammler unter Beschuss. Und haben wir mal drauf. Was? So, jetzt ist die Basis schon fast zerstört. Das war's mit dem Spaß. Stück zurück. Ja, wir können auch auf das Fass schießen, aber bitte. Da mache ich jetzt kein Fass auf, deswegen. Das ist ein Thema, mache ich kein Fass auf. Echt nicht. Rekruten könnten wir auch mal ein paar bauen. Erzsammler unter Beschuss. Einheit bereit. Na, Vorsicht, Tanja, nicht, dass du jetzt von der Rakete geflext bist. Das wäre ziemlich kacke. Ich glaube, die darf trotzdem immer noch nicht sterben. Wäre halt doof, ne? Einheit bereit. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ach, lass mich in Ruhe. Erzsammler unter Beschuss. So, das müsste jetzt gewesen sein. Und jetzt haben wir Ende. Oh, ich hätte eigentlich noch die Raketenstellung kaputt machen sollen. Einsatz erfolgreich. Yay! Sie haben das Vorrücken, das wir jetzt kaum aufhalten können. Yay. Danke für das Lob. Höre ich mir gerne an. Bitte was. Okay, alles klar. Das war Mission 1. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur Mission 2.